So lange musste ich warten, bis ich endlich wieder diese Mütze aufsetzen konnte. Die halten übrigens richtig schön muckelig warm, aber das nur nebenbei. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe der UV-Video-Wochenschau. Wir wollen zurückblicken auf das Jahr 2016 und heute nehmen wir uns die ersten 6 Monate vor, also von Januar bis Juni. Ich wünsche euch viel Spaß damit, lehnt euch mal zurück, macht ein bisschen Pause von dem Weihnachtsstress und nun geht's los mit dem Januar 2016. Platz 1 ist eigentlich nichts mehr auszusetzen, also von daher saugeil. Eine Medaille war mein Ziel, ja. Also ich habe vor einem Jahr mal gesagt, wenn ich hier fahre, möchte ich auf jeden Fall die Nationalhymne hören. Ich habe sie gehört, dass ich ganz oben die Nationalhymne höre, das war natürlich schon irgendwo ein Traum. Man hat hier und davon geträumt, aber ja, heute hat alles gepasst und fantastisch. Ich habe meine Premiere vor 2 Jahren wirklich in sehr guter Erinnerung. Der Dammer Straßenkarneval ist riesig groß, absolut vielfältig und fantasievoll. Und deswegen bin ich gerne zurückgekommen. Also der Dammer Straßenkarneval, der gehört einfach zu den Spezialitäten in Niedersachsen. So, der erste Versuch ist gerade schon mal in die Hose gegangen. Jetzt wird es gleich zum zweiten Mal versucht. Mal schauen, ob dieses Mal die Ketten halten und ob der große Stein jetzt auch wirklich hier rauskommt. So, zweimal hat es jetzt nicht funktioniert. Woran liegt es denn? Weil der Stein zu schwer ist. Ich habe 26 Tonnen auf Zug gehabt und der Stein hat sich noch nicht bewegt. Rührt sich leider nicht. Und einen größeren Kran können wir hier nicht hinfahren, weil, wie gesagt, das ist nur Acker, ist kein befestigter Boden, nichts hier. Wenn wir den Kran hier festsitzen haben, den großen Kran, dann ist Ende nicht. Herzlichen Glückwunsch zum Finaleinzug, zum Aufstieg in die BBL. Clubchef Stefan Niemeyer hat gerade gesagt, Freibier, auf geht's. Bist du dabei? Ja, ich weiß nicht, ob ich gleich beim Freibier dabei bin, aber ich glaube, ein Bier ist okay und ein bisschen feiern und wirklich auch mal den ganzen, also man geht ja durch die ganze Saison, das ganze Jahr haben wir auf diesen Moment hingearbeitet, dass wir aufsteigen können. Und ich denke, man trinkt jetzt ein Bier, man trinkt vielleicht 2 Bier, man feiert. Ein Team vom NDR ist da und interviewt als erstes unseren Redaktionsleiter Ulrich Suffner. Es geht unter anderem um die Frage, welchen Stellenwert die Lokalzeitungen in der heutigen Zeit haben. Auch wenn an diesem Tag ein NDR-Team bei uns zu Besuch ist, heißt das nicht, dass unsere tägliche Mittagskonferenz ausfällt. Ganz im Gegenteil. Dabei werden schließlich die Themen des Tages einmal durchgesprochen, damit alle UV-Reporter auf dem gleichen Stand sind. Nun heißt es schnell weiter zum Rathaus. Jetzt bloß nicht stolpern, denn wir haben einen Termin beim Bürgermeister. Wie gefällt's euch hier? Ist richtig geil. Dein persönliches Highlight? Lukas Schreiner. Und ihr bleibt wie lange? Bis zum Ende. Yeah.
vor dem Rathaus warten gefühlte 3000 Menschen, um nochmal mit der Mannschaft zu feiern. Ist das nochmal so ein letzter Akt, der zeigt, wie groß die Unterstützung in den letzten Wochen, Monaten war? Die Fans sind unglaublich hier in Vechta. Ob das jetzt zu Hause ist, wo wir ständig ausverkauft sind, immer eine tolle Stimmung haben, die Mannschaft von der letzten Minute, von der ersten bis zur letzten Minute unterstützt wird, aber auch vor allem auswärts. Wie viele Fans auswärts mitfahren, das sind gefühlte Heimspiele wie in Köln, wie zum Beispiel in Essen. Und ich habe auch der Mannschaft heute gesagt, sie soll jetzt mit erhobenem Kopf hier rausgehen. Sie haben alles getan. Wir haben nur ein einzig schlechtes Spiel gemacht im Jahr. Das hat uns jetzt leider den Meistertitel gekostet. Aber sie können nach dem Spiel heute mit erhobenem Haupt rausgehen und vor allem auch mit den Fans hier nochmal feiern, weil das haben die Fans sich verdient und aber auch unsere Spieler. Der Spieler mit der Nummer 23, Mario! 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 Deutschland, Deutschland! Nordirland! Und ich sage Danke! Und ich sage an dieser Stelle auch Danke bei allen, die bei den Videos mitgemacht haben. Ich wünsche euch im Namen der Oldenburgischen Volkszeitung ein frohes Weihnachtsfest und wir sehen uns wieder am nächsten Donnerstag.